Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden, nach all meinen Fehltritten. Wir werden dankbar sein. Es zählt nur, welche Art Anführerin du jetzt von jetzt an bist. Sie werden vor allem an ihre Feinde denken. Ah. Gerne vierte Antwortmöglichkeit, aber okay. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Ja! Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Zeit fürs Bettchen. Okay, gute Nacht, Lob. Schlaf gut. Träum süß von Sauerkraut. Bis zum nächsten Mal. Nice. Anscheinend sind noch mehr von Somas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Scheint so, ja. Da hat sich aber ein gemütliches Bett. Hey, hey, stopp, 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 stopp. Rede mit mir. Rede mit mir. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Nenn ihn Leafy. Essen. Oh. Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Okay. So kann man es natürlich auch sehen. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns.
Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Er ist ja begeistert. Wusste gar nicht, dass der mit dabei ist. Ich dachte, der ist im Dorf geblieben. Auf den Schwanenweg. Jetzt Segel setzen! Segel! Sind ja fast da. Ist ja praktisch. Hier können wir nicht segeln. Ja. Wir setzen das... Was ist das da? Okay, das ist ja... Wow. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Hi. Was? Mein Problem? Vieles. Aber primär bin ich hier nur durchgerannt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß, dass wir kommen. Das soll er auch. Ich rede mit ihm. Er wird mein Friedensangebot abweisen und unsere Unterhaltung wird ein überraschendes Ende finden. Heira. Wigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund! Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf. Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schmerenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Yep. Ich hab richtig gute Wurfskills. Wieso? Jetzt! Dänen von Grantabrück schier! Nehmt euch, was euer ist! Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Wofür ist keine Zeit? Schlachten geht immer. Schön.
Was ich so tun will, so eigentlich. Tötet jeden Sachsen, der noch atmet. Keine Gefangenen, keine Gnade. Ich bin bei dir, Soma. Hab gehört, keine Gnade. Ich will Assassin's Creed Valhalla spielen. dran. Hier sind die Wogen geglättet. Weiter. Den Rest hier werde ich schon schaffen. Schön, habe ich die Tür aufgemacht. Musst du wohl noch ein bisschen warten, bevor du spielen kannst. Aua. Naja, du könntest zwar spielen, wenn du nach Hause kommst, aber ich glaube, da willst du schlafen. Aber du kannst ja danach spielen. Ja, Schlaf klingt super. Ich habe meine Momente. Hör zu saufen. Nach großer. Größe ist nicht alles. Noch da? Wigmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Mhm. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Ich? Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Da habt ihr es gehört, Jung. Röst nicht alles. Steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso Not. Ich? Ka-
nur Pfeile, kein Loot. Ich bin enttäuscht. Wieso ich? Wieso nicht? Du wiederholst dich. Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Vorsicht laut! Wobei, es ging. War okay. Entschuldigung, Ablehnungen. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Dankeschön! Echt? Ja, okay. Gartenbrück gehört endlich wieder hoch! Ja! Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. Verständlich. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Granterbrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Das ist ein guter Einfall, du stehst ihm viel näher als ich, wir sollten uns erst um Wiegmund kümmern. Boah. Sie steht ihm doch viel näher. Ich werde tun, was ich kann, aber du kennst deine Krieger weit besser als ich. Unter uns, Eivor, mein Herz ist betrübt. Ich liebe diese drei, als wären wir Geschwister. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Jude. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Granterbrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Die Lösung ist einfach. Just leave Garden to Burner, was? Die
Winter verging und Rick war stark, wenn auch hager, ein großer Krieger, der an vielen großen Schlachten entlang der Nordwege teilgenommen hatte. Oft vergoss er den Rabenwein, um seinen Clan zu beschützen, der in ständiger Fehde mit dem Reich des Wahlclans im Süden lag, der von Erlingerisch Sperrzunge angeführt wurde. Von diesem sagte man, er habe inmitten der Schlacht ein Schwert verschlungen. Rick war erst 12 Winter alt, doch es heißt, er habe einen feindlichen Krieger so fest im Würgegriff gehabt, dass er ihm den Kopf von den Schultern riss. Als er in jeder Nacht trank, kehrte er zu dem Kopf zurück und hörte ihn singen. »Du wirst vom letzten Vorhang betrogen!« Er behielt den Schädel seines Feindes, und von nun an musste jeder, der Rick zum Kampf herausforderte, mit dem Schädel reden. Dies, so sagt man, habe ihm zum Vorteil gereicht, und er hat viele Schlachten gewonnen, was ihm seinen zweiten Beinamen einbrachte, Rick, der mit dem Schädel redet. Ach, Mann! Okay. Saga-Seite erhalten. Juhu. Stolz kam in mir auf. Freude. Warum bin ich denn unten? Somas Tagebuch. Letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurde genauso viel Ale verschüttet wie getrunken. Wir erzählten uns die Geschichten der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten, und lachten über Wiegmund und die Tölpel, die er ein Herr nennt. Stolz kam in mir auf, Freude, Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, das Knistern des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln schwand und ich musste wieder an Blut denken. Ein Verräter ist unter uns. Jemand half Wiegmund aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Es wird keinen drinnen geben. Wer Wiegmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch im Tod folgen. Jo. Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich auch dich besser kennenlernen. Wie hast du es geschafft, Jarlskunner zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexe angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Gudrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf groß gezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Sag, warum liebst du Grantabrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben, aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Grantabrück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Ja, muss ich ja, ne? Würfel! Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Und wo genau? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Neue Information drücke immer, um die Weltkarte zu öffnen. Max. Weg da! Ich will noch einmal würfeln! Komm schon! Würfeln hat noch niemandem. Ja! Erlück! Gibt es in jedem Hafen, in jeder Stadt. Ja! Erlück! Wollen wir? Ja! Erlück! Lass uns spielen! Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Thank you.
Alec! Weiß, wie man Alec spielt. Gespielt. Gespielt. Dass er sich einfach zurückgeholt. Halt. Fertig. Gehört so gut wie mir. Du beherrschst das Spiel. Alec macht Spaß. Mies. Die Runde geht an mich. Gib einfach auf. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Aha, fast.
sollte reichen. Bye bye. Come on. Ach, süßer Sieg. Die Götter haben deine Hand geleitet. Willst du noch einmal? Einmal geht noch. Danach mache ich aus. So, ach, du bist das. Kategorien Rui. Sicher, ja. Überleg. Wie sicher bist du dir? Sehr sicher. Ich hab das so einen Knopf, der sagt, aber du wärst dir unsicher. Wenn ich sage, du nutzt diesen Knopf nicht. Nicht schlecht. Aber warum denn nicht? Weil ich schlafen will. Komm, ich warte nach. Und ich soll so nett sein und dich auch schlafen lassen, ja. Ich gehe mich denn dazu, was hätte ich denn davon? Du müsstest nicht draußen schlafen. Was machst du jetzt? Wie hast du das angestellt? Ich das angestellt habe mit Skills. Ich kann Erlang. Gib mir Erlang. Ob du stark genug bist, um mich rauszuwerfen? Du, da liegt noch ein anderes Schloss und ich glaube, dafür hast du keinen Schlüssel mehr. Bin lieb. Bin lieb, wenn du lieb bist.
habe ich dich besiegt. Den habe ich gleich, den habe ich gleich. Das sollte reichen. Schlüssel nicht, aber eine Baumaschine und einen Haufen Hartmetallbohrer. Die armen Nachbarn. Warnen. Ich leite die Beschwerden an dich weiter. Nee, ich leite sie an dich weiter. Das darf nicht wahr sein. Ich fordere dich nochmal heraus. Ich aber gab ich keine neuen Steinchen von dir. So. Nächstes Mal Stadt ausplündern. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was. Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Warum schickt er mich immer sonst wohin? Mann. Ich habe gar keine Quest ausgewählt. Ist ja ekelhaft. Ich wähle die schon mal aus. Ach so, die sind doch so, okay, kein Plan. Mach mal einen davon. 700. Ups. Oh, die da. Tausend. Oh, die da. Siehst aus, als könntest du die Klappe. Ich hab zweimal platt gemacht. So, speichern. Oh, Cloud. Ja, speichern. Überschreibt. So, ihr Lieben, dann. Bedanke ich mich fürs Zugucken und dabei sein. Strecken. Ui, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Oh, zack, extra Runde. Nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.